Willkommen zum neuen Video. Heute geht es einmal um KDP und zwar wie meine Expansionspläne sich jetzt ein klein wenig verändert haben. Nochmal herzlich willkommen zum neuen Video. Heute werden wir mal über meinen Plan, was Kindle Direct Publishing angeht, sprechen. Und zwar habe ich ja schon in einem anderen Video sozusagen erwähnt, was ich jetzt vorhabe, speziell im Low-Content-Bereich auf dem amerikanischen Markt. Und jetzt ist noch ein Bereich dazugekommen, der was, sagen wir mal, sehr promising ist. Und zwar rede ich da von Public Domain Büchern. Das sind Bücher, die was sozusagen, wo kein Copyright droben ist und wo der Autor schon seit über 70 Jahren sozusagen tot ist und diese Bücher dann sozusagen in die Public Domain Schiene mit keinem Copyright fallen. Ich bin da im Gespräch, beziehungsweise ich arbeite zusammen mit einem Experten auf dem amerikanischen Markt, der was schon sehr, sehr gute Erfolge im Public Domain Bereich erreicht hat. Und in diesem Bereich werde ich jetzt auch was aufbauen. Und zwar nicht mit meiner eigenen Arbeitsleistung, sondern mit der Arbeitsleistung von anderen Menschen. Und zwar, ich bin ja dabei, jetzt eine Struktur sozusagen aufzubauen. Ich habe jetzt mittlerweile schon 2 Mitarbeiter. Wir produzieren jetzt mittlerweile ungefähr 10 bis 20 Bücher pro Woche auf dem amerikanischen Markt. Deshalb ist jetzt gerade angelaufen. Das heißt, wir sind jetzt gerade in der Prüfungsphase und optimieren sozusagen den ganzen Ablauf jetzt. Der langfristige Plan ist, um die 10 bis 20 Bücher im Low-Content-Bereich pro Woche rauszubringen. Bin guter Dinge, dass das gut funktioniert. Und jetzt zusätzlich nehme ich nur die Public-Domain-Schiene auf dem amerikanischen Markt und eventuell auf anderen Märkten auf der ganzen Welt dazu. Und hier wäre der Plan sozusagen, um die 100 Bücher pro Woche zu publishen. Das ist sozusagen der grobe Anhalt, damit wir dann auch in den nächsten Monaten ein paar Resultate haben und sehen können, wie, was da für eine Sales reinkommen. Das Ganze ist relativ gut, denn mein Hauptmarkt ist ja der DE-Markt mit ein paar Low-Content, was immer noch gut laufen und hauptsächlich Content-Bücher. Und der ganze amerikanische Markt ist sozusagen untouched im Moment. Das heißt, wir können dann auch sehr, sehr gut sehen, wenn die Sales auf amerikanischen und auf anderen Märkten reinkommen, dann ist das Low-Content und Public-Domain-Sales. Und dann kann man sehen, okay, wie schaut die Revenue aus über die nächsten Monate. Ich bin jetzt gerade hart am Aufbauen, beziehungsweise hart am Mitarbeiter suchen, damit wir das sozusagen so wie effizient wie möglich machen können. Genau, das ist der grobe Plan. Wie gesagt, jetzt hat nicht nur Low-Content, Content auf dem deutschen Markt, sondern auch Low-Content und Public-Domain auf dem amerikanischen Markt. Und da werden wir sehen, wie sich die Einnahmen dann in den nächsten Monaten verändern, beziehungsweise dann im Q4 wird sehr interessant. Zusätzlich im Sommer ist natürlich eine große Finanzspritze im Content-Bereich am deutschen Markt vorgesehen, sozusagen um die 20.000 bis 40.000 Euro, um fürs Q4 sozusagen, sagen wir mal, 10, 15, 20 neue Bücher zu forcieren. Da ist natürlich auch sehr, sehr viel Arbeit und Research notwendig. Das heißt, Arbeit habe ich im Moment im Content, also im KDP extrem. Sehr, sehr interessante Modelle, speziell mit dem Public Domain. Ich habe einige Zahlen gesehen von Sellern, die sind ziemlich gut. Und Low Content natürlich, will man natürlich auch Fuß fassen. Gut, das war es auch schon mit dem kleinen Video. Das sind die Pläne im Moment. Das heißt, in den nächsten Monaten ist richtig, richtig, richtig viel zu tun im Business. Und wir werden sehen dann in den nächsten Monaten, wie sich das Ganze auch in den Zahlen dann niederschlagen wird. Gut, das war's auch schon. Lasst mir gerne ein Like auf das Video da und vergesst den Channel nicht zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder.